Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Pokémon Snap. Beim letzten Mal hatten wir einige interessante Interaktionen in diesem Game. Komische Fotos, wir haben das erste Lumina-Pokémon gesehen und die Switch ist 12-10-mal überhitzt, aber ignorieren wir das. Naja, wir wollen heute weitermachen, deswegen machen wir weiter. Ich werde immer schlauer. Jetzt, wo du nur offizielles Mitglied unseres Teams bist, möchte ich dir noch etwas geben. Oh, Rita, übernimmst du wieder die Erklärung? Natürlich. Es geht mir nur so, geht es nur mir so, oder muss ich in letzter Zeit ziemlich viele Sachen erklären? Aber egal, ich bin schließlich deine Assistentin, dann lege ich mal los. Das ist ein Samtapfel, eine Obstsorte, die hier in Lentil wächst. Er schmeckt süß und lecker, darum sind Pokémon ganz verrückt danach. Auf den ersten Blick sieht er wie ein normaler Apfel aus, aber in Wirklichkeit ist er ganz leicht und weich. Die Pokémon werden sich riesig freuen, wenn du ihnen einen davon zuwirfst. Probier's doch gleich mal aus. Ja, gleich wieder ein neues Item. Kann sein, ich weiß selber nicht, wie es heute wird. Ich nehme heute so viel früher auf als sonst. Ich hätte heute wahrscheinlich keine Zeit gehabt, wenn mein Bio-Lehrer nicht erst irgendwie 10 Minuten vor Beginn der Online-Konferenz gesagt hätte, dass er keine Online-Konferenz macht. Du kannst einen Sandapfel werfen, indem du B drückst. Versuch's mal. Jui. Aimen durfte ich nicht. Siehst du, es ist gekommen, um ihn zu essen. Jeder liebt einen kleinen Snack. Beweg das Ding für einen gezielten Wurf. Wie bei der Kamera. Ja, ach. Habe ich mir gedacht. Genau dahin sollte ich werfen, oder? So, das ist also der Cooldown von den Dingern. Manche Pokémon zeigen kein Interesse an Samtäpfeln. Sie sind wohl einfach behindert. So, genug geübt. Bald meine Tipps im Hintergrund. Krasse Tipps. Das Evoli. Ziemlich einfach, oder? Damit wäre alles gesagt. Allerdings hat der Professor gemeint, dass er immer noch mit dieser einen Sache beschäftigt ist. Ich habe eine Idee. Geh doch in der Zwischenzeit auf eine Erkundung und probier die Sandäpfel aus. Sie werden dir bestimmt dabei helfen, ein paar Fotos zu schießen. Der Professor hat gesagt, man kann sie auf verschiedene Weise verwenden. Du bist schon mit der Erklärung fertig? Danke, Rita. Es gibt noch was, das ich euch sagen wollte. Unsere Forschung würde davon profitieren, wenn wir auf unseren Erkundungen miteinander kommunizieren könnten. Wie Kommunisten, war da nee, falsches Wort. Um Informationen auszutauschen. Sagt euch Lentil Connect etwas? Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Sag doch gleich 1 und 1. Yep. Okay, 1 und 1. Das ist ein Kommunikationsmittel, das hier in Lentil und auch anderswo benutzt wird. Wenn Rita zum Beispiel bei einer Erkundung etwas Interessantes entdeckt, kann sie uns über ihr DSL-Modem ein Foto mit Informationen dazu schicken. Und ich kann euch so Sachen mitteilen, die mir auf dem Bildschirm auffallen. Das ist ja voll praktisch. Ja, die 1 und 1 Nachrichten erscheinen oben rechts auf dem Bildschirm. Sie werden dir sicher nützlich sein. Ah, das ist jetzt ein neues Feature, so ungefähr. Watch out, a tree. Okay. Aufträge gibt's jetzt, die man hier finden, die man hier machen kann. Megania sieht sich um, ob's auf der Suche nach wem ist. Hast du schon mal gesehen, welches Pokémon die hinterlässt? Ich würde gern sehen, was dahinter steckt. Allgemein, das sind Missionen, die kann man erfüllen. Und ja, bekommt man dann halt was für. Also, würde ich sagen, gehen wir einfach wieder auf Tour. Ich habe irgendwie Bock, hier haben wir ein Level abgeholt. Nochmal kurz die Exakt. Vielleicht kann man den Auftrag jetzt schon erfüllen, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber ich will auf jeden Fall wissen, was sich mit dem Level-Up hier verändert. Denn wir haben ja nach dem einen Durchgang letztes Mal eins bekommen. Oha! Evoli! Evoli! Ja, wir haben das gefunden, wonach wir gesucht haben.
Als ob. Willst du einen Apfel? Du willst einen Apfel, oder? Es ist ein Evoli. Ich glaube, ich bin ein bisschen overhyped. Oh, und es ignoriert den Apfel komplett. Oha, das ist so cool. Ich mag das. Ja, das ist ein gutes Foto. Auch wenn es mich ehrlich gesagt wundert, dass das Game nicht von Auftrag erfüllt labert. Weil... Ach, bleibst du jetzt hier? Schade. Weil das war ja anscheinend schon der Auftrag, das Evoli da zu fotografieren. Tschüss! Oh, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass es ein Evoli ist von allen Dingen. Hä? Das Ding sah aus, als wäre es einfach high. Ich verstehe gerade nicht, warum mir der Sensor hier das die ganze Zeit anzeigt. Ja, okay, Äpfel scheinen das Ding nicht zu... Okay, fallen einfach durch den Blumenkranz. Und da ist dann auch wieder das Ziel. Das hatten wir letztes Mal nicht gesehen. Werfen wir das Ding noch ein bisschen mit Äpfeln ab. Ruinen. Ja, und das andere ist anscheinend wirklich das Megane die ganze Zeit. Na dann, war's das wohl wieder. Tschö. Schätze ich. Evoli kommt nicht nochmal vorbei, Sad. Und jetzt. Jetzt sind wir fertig mit dem Durchgang. Ja, gute Entscheidung, hier hinzukommen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so einfach wird oder dass es ein Evoli ist, aber... Beschweren tue ich mich bestimmt nicht. Oh, 2 Sterne hatte ich eigentlich halt schon. Aber ich will halt eins mit Evoli drauf haben. Eigentlich. Obwohl, ich hoffe, für die Mission reicht auch irgendwie so ein Bild. Wenn nicht, wäre ich schon ein bisschen salzig, weil, hä? Es zeigt ja wohl klar genug, was gewollt ist. So. Oh, 5-3. Ja, gefühlt keine Punkte. Und einen Auftrag kriege ich dafür, alles klar. Auftrag kriege ich dafür nicht erfüllt. Makes sense to me. Mindestens 5000 Punkte bei einem Foto gibt eine Belohnung. Auch wenn ich jetzt echt wissen will, was das Problem mit dem Evoli und Megane-Foto war. Wenn die mir jetzt sagen wollen, dass das Evoli nicht gemeint war, dann können die mich mal. Aber hä? Hier, was willst du mir sagen, dass das nicht Evoli war? Also, sorry, aber da kann ich auch nicht mehr machen, ne? Ich mach das jetzt auch nicht nochmal. Wir gehen jetzt... Ach, stimmt, hier fehlt ganz knapp. Dann gehen wir bei Nacht hin. Da fehlt's uns ganz, ganz, ganz close für Level 2. Mega sad.
Oh, der Keck rennt einfach. So, vielleicht gibt das ein paar Punkte. Also, ich rede heute nicht so viel, merke ich schon. Ich will mich ein bisschen konzentrieren, aber auch außerdem ist das Spiel halt toll. Ah, das war scheiße, das Foto. Wo kam der Sound her? Ah, von dem Ding, genau. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie gezählt hat. Aber wenn nicht, dann nicht. Ah, scheiß Winkel halt. Servus, sieht sehr motiviert aus, muss ich sagen. Ah, scheiße, jetzt habe ich die Position verpasst. So, können wir euch irgendwie wecken? Scheint irgendwie nicht so. Das Varoness sehe ich nicht mehr. Das Ding habe ich gemobbt. Ah, und dieses Hoplo hat auch safe irgendwas mit den Äpfeln zu tun, um die es geht. Hier, gönnt euch. Scheißteile. Los, scan. Es hat gegähnt. So, damit müssten wir die Aufgabe eigentlich erfüllt haben. Wunderschöne Pose. Ja, ich glaube, wir können hier schon ein bisschen was mitnehmen. Boah, du Keck. Acht auf das Fressen. Ja, zu spät. Jetzt ist der Winkel wieder ranzig. Ja, okay. Kacken wir mal auf das Ding. Und das ist tatsächlich dasselbe Hoplo vom Anfang noch. Interessant. Und hier die Kristallblume halt. Zack. Leuchtende Kristallblumen analysieren ist relativ wichtig. Jetzt vielleicht noch nicht so, aber das ist im Prinzip wichtig. Ja, von den Dingen habe ich halt jetzt gar nichts. Das Einzige, was mir auf jeden Fall im Moment noch fehlt, ist irgendwie eine Möglichkeit, teilweise ein bisschen schneller zu fahren, wenn man Bock hat. Aber ich denke, wir haben ein, zwei interessante Sachen mitgenommen und wenn der Auftrag jetzt nicht erfüllt ist, dann bin ich halt einfach raus. Ja, die sind alle scheiße. Der ist, denke ich, ganz gut. Wait, ja doch, das hat mehr Sterne, also passt. Genau wie das hier. Das war noch besser. Also wenn du mir sagen willst, dass... Ja, 4 Sterne sind das auch, die beiden. 4 Sterne, das muss passen. Ja, das ist Standard. Das Ding fliegt halt so ein bisschen auf die Fresse. Und ich hab eigentlich A gedrückt bei dem Ding letztes Mal, aber wurde anscheinend nicht richtig angenommen. Also, was haben wir für Zeug? Hoplo. Ja, das ist halt
gar nichts. Das ist eigentlich doch ganz ernsthaft. Okay, das Schlafende ist besser als das, was ich extra geweckt habe. Ja, das ist auch relativ klar. Ja, das ist Bullshit. Es ist Bullshit, das Foto. Pinsir an sich ebenfalls. War aber tatsächlich close. Ja, auch bad. Also wir haben viele schlechte Fotos, aber das ist doch gut. Und Auftrag erfüllt. Das heißt, diesmal nimmt er es an. Und das Foto ist schön. Ja, das ist halt... Wow, Riesenunterschied. Die Blickrichtung gibt einen Punkt mehr und die Positionierung ein bisschen besser. Hutut ist, denke ich, nicht besser. Wadribi ist Ranze. Oh, ich hatte aber noch keinen Einstern. Also, dann bekommen wir jetzt auch Level 2 hier. Sehr schön. Und bekommen dafür so ein Zeug. Und anscheinend nichts weiteres. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen muss, um jetzt in der Story weiterzukommen. Ich würde halt ganz gern Aufträge erfüllen, aber vor allem das mit dem Evoli triggert mich jetzt. Warum hat das nicht geklappt? Ah! Ja, Evoli! Da war Evoli, Leute! Ah, da bist du ja endlich! Hallo, Todd! Der ist aus Snap 1, soweit ich weiß. Der kommt aus dem Vorgänger meines Wissens nach zumindest. Den hab ich irgendwann auch mal angespielt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, YouTube hatte ich das schon gemacht, aber ich habe halt kein Video zugemacht. Ich hatte eine ganze Weile lang mal überlegt, das Game zu Let's Playen, aber mich dann dagegen entschieden. Vor allem, als dann New Pokémon Snap angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, also das spiele ich schon, aber das ist Todd. Er ist ein professioneller Pokémon-Fotograf, der die ganze Welt bereist. Hallo, du hast also das Lumina-Pokémon fotografiert? Beeindruckend. Todd, hast du die Sachen mitgebracht oder die Sache, um die ich dich gebeten habe? Aber klar doch. Sehr gut, jetzt können wir endlich aufbrechen. Professor, ist das ein Freund von dir? Ja, wir sind früher zusammen auf Reisen gegangen. Ich habe ihn auch bei der Planung meines Forschungsprojektes zu Rate gezogen. Verstehe. Ach, ist das Gefährt, das du entwickelt hast? Nicht schlecht, da kommen Erinnerungen hoch. Aber jetzt zeig mir bitte erstmal die Fotos vom Lumina-Pokémon. Was ein Geier. Die sind toll. Du hast ein gutes Auge fürs Fotografieren. Oh, scheiße. Wer hat gesagt, dass du meinem Mentor deine Fotos zeigen darfst? Natürlich brauchen wir noch einen Keck, den keiner mag in diesem Spiel. Hallo, ich bin Phil, der beste Schüler von Todd. Ich wollte mich euch eigentlich anschließen, um selbst ein paar Fotos zu knipsen, aber mir kam eine bessere Idee. Wäre es in Ordnung, wenn euch stattdessen Phil begleitet? Nein. Also, ich habe nichts dagegen. Ich schon. Denk dran, dass du nur meine Vertretung bist. Das Abzeichen ist bloß geliehen. Na gut, aber wenn ich ein paar tolle Fotos schieße, darf ich es behalten. Also, worum geht's? Macht ihn weg. Also, den Charakter hätte man jetzt meiner Meinung nach nicht implementieren brauchen. Jetzt, wo alle hier sind, können wir loslegen. Lasst uns die ersten Schritte unseres Forschungsprojektes besprechen. Neuer Ort. Das Floreo, die Insel, auf der wir uns gerade befinden. Unser Basiscamp ist hier auf der Karte markiert. Um bei unserer Forschung voranzukommen, müssen wir auch die anderen Inseln erkunden. Und dieser Ort wird unser erstes Ziel sein. Warum fangen wir genau da an?
weil es dort eine Stelle mit einem hohen Energievorkommen gibt, zu der das Neo One teleportiert werden kann. Diese Insel kommt auch in den Lentil-Chroniken vor, oder? Ja, Captain Vince hat sogar geschrieben, dass er dort ein leuchtendes Pokémon gesehen hat. Worauf warten wir da noch? Lasst uns die Insel erkunden! Meinetwegen. Ihr seid die Ersten, die diesen Teil der Region seit einem Jahrhundert betreten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Abenteuer. Ja, hör auf zu labern und lass mich hin, ab in den Dschungel. Gibt's dafür auch Aufträge? Oh mein Gott. Es gibt ein Pokémon, das ganz in der Nähe schläft. Vielleicht käme es hervor, wenn noch andere Pokémon hier wären. Zu Tisch bei... Ist es denn ernst? Die müssen was fressen, dass ich das nicht hab. Kannst mich mal? Nachts schläft neben Chelterer ein Pokémon, das man sonst nicht zu Gesicht bekommt. Halte Ausschau nach ihm. Ich weiß nicht, wie viele dieser Aufträge wir machen werden. Jetzt erstmal auf jeden Fall ins neue Areal. Ihr seht schon, hier oben ist auch noch lauter Zeug. Also eine Wüste und ein Vulkangebiet rechne ich noch mit. Ich weiß aus Trailern und allem, dass hier ein Wassergebiet ist. Und ich denke, entweder hier oben in Richtung dieser Wolken oder hier unten wird es noch ein Gebiet geben. Hier ist der dichte Dschungel. Am Tag. Natürlich erstmal am Tag. Immer das Erste. Ich weiß gerade gar nicht, ob es in jedem Abschnitt ein Lumina-Pokémon gibt. Aber, So, ich sehe schon direkt, hier fliegt einiges umher. So, erstes Foto, schon mal nicht gut. Und hier hat irgendwas Geräusche gemacht. So, die Dinger habe ich erwischt. Da oben sind welche. So, ich glaube, das war ganz gut. Und hier kann ich was scannen, vermutlich in einem anderen Level. Servus. Das Viech war doch recht nah. Okay, da sind ganz viele gleich. Ich höre hier halt auch die ganze Zeit was. Passt halt schon zu einem Dschungel, muss man sagen, dass gefühlt überall irgendwelche Viecher sind. Wäre trotzdem ganz nett, wenn ich sie sehen könnte, lol. Fürs Fotografieren wäre es praktisch. Eine Kristallblume. Ist anders an diesem Ort. Oh, der gönnt sich. Ey, sagt, ich gönn mir mit dem Foto. Oh, das, dafür gibt es so viele Memes für das Bild. So, hier, dir schmeiße ich mal einen Apfel hin. Pff, moin. Dir auch. Oh, scheiße, eine Sekunde zu spät. Das war gerade am Baum. Das hätte bestimmt mehr Sterne gegeben. Ich weiß von ein paar Pokémon, die es hier gibt und die ich mag noch. Lul, gönn dir einen Apfel. Oder eine Wurst, Bruder. Es ist wichtig. So, irgendwie ist dieses Loch im Baum verdächtig für mich. Und hier liegen irgendwelche Früchte. Und da... Ja, da ist auch... Da ist auch so ein Scheißviech drin. Ich hab's ja gerochen. Haha, auf die Fresse. So, es gibt hier so viel Zeug, Hilfe. Es gibt hier so viel Zeug zu sehen. Das Wasser sieht schon auch geil aus da unten, muss ich sagen. Nur die Physik von den Äpfeln im Wasser ergibt für mich nicht so viel Sinn. Wach auf, du Haufen Scheiße. Dann halt nicht.
Das Viech hat anscheinend nicht so einen Bock. Okay, vielleicht war das nicht so schlau, weil das Ding hat gerade getrunken und eigentlich damit ganz gut Punkte gegeben. Lul, das Viech hat gar keinen Bock auf mich. Das Viech hat mal gar keinen Bock auf mich. Oh, hi. Ich meine, kann ich's ihm verübeln, wenn ich den Dingern Äpfel ins Gesicht schmeiß. So, und damit müssten wir auch schon wieder recht am Ende dieses Areals sein. Alter. Guck doch her, du Affe. Also, Schmetterling, aber, ne. Ihr wisst, was ich meine. Da ist noch so ein Viech. Da ist noch so ein Viech. Würde ich einfach mal behaupten. Und da ist noch ein Kleopatra oder zwei. Hier ist. Dann halt nicht. Okay. Dann lasst's halt liegen, wenn euch das lieber ist. Das ist aber Verschwendung. Ja, auch ganz cooles Gebiet, halt noch nicht so viel zu sehen bisher. Also schon genug, aber nur halt noch nicht so viel wie auf höheren Leveln. Ich weiß halt nicht, was dem davon gefällt. Das da könnte sein. Griffel, ja, auf jeden Fall das. Oh, hier habe ich tatsächlich 3-Sterne-Dinger. Ja, oh mein Gott, ich hab mir gegönnt von den Sternen her. Ich hab mir gegönnt von den Sternen her. Was denn das? Ja, okay, bei dem nicht. Ja, gut. Das nehme ich einfach mal wieder aus Prinzip. Ja, das war ein guter Durchgang, würde ich behaupten. Wir haben viele gute Fotos bekommen. So, Frohball. Mit 2 Sternen. Ja, die Punktzahl halt nicht so toll. Griffel hat die 3, ne? Ne, waren auch nur 2. Aber hat ein gutes Stück mehr Punkte. Papina wird nicht viel geben. Halt die 3 Sterne, aber Punkt. Was? Ernsthaft? Das ist so gut. Okay, wenn du meinst, das ist aber gut. Also, das ist ein stabiler... Was? Das war doch... Ey, das ist doch besser als das Papinella-Foto. Laber doch nicht, Junge. Und du, da ist ein Baum in deinem Auge. Warum ist das Papinella-Foto besser als das? Nein! Ja... Nächstes Papinella-Foto. Und da willst du mir jetzt auch wieder sagen, dass das als Morlord-Foto mehr Punkte bringt als das Arbok gerade eben. Makes sense to me. Also, die Bewertung dieses Mal fühle ich nicht. Hat er jetzt wirklich das Papinella am besten bewertet von... Das ergibt nicht viel Sinn in meinen Augen. Ja, Wieder kein Level. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, ich will noch einmal kurz... Ah ja, hier, Online-Gedöns. Ich will noch einmal kurz zum Meganie gehen und gucken, ob ich diesen Auftrag erfüllt bekomme. Ich verstehe echt nicht, warum der nicht gezählt hat vorhin. Die Aufgabenstellung... Heißt, so viel wie hier Meganie, wir lesen uns das nochmal kurz durch. Ja, lass mal den Ranz. Hier. Meganie sucht nach einem seiner Freunde, daraus schließe ich, wir müssen entweder Meganie mit dem anderen Pokémon oder nur das andere Pokémon fotografieren, was ich beides gemacht habe. Ja, aber warum sollte es nicht zählen? Was, das ist ja, dann ist diese Aufgabenstellung Bullshit, wenn das Evoli nicht zählt.
Also ich probiere das jetzt nochmal. Wie gesagt, wenn das Evoli nicht zählt, ist die Aufgabenstellung einfach bescheuert. Weil willst du mir jetzt sagen, dass das Evoli nicht irgendwie ein Freund von dem Megania ist, ne? Die kennen sich gar nicht, meinst nicht auch? Boah, das mit dem Scan, dass das immer auf Megania zeigt. Ich hab das Item noch nicht, du Affe. Hier, du willst mir sagen, dass das hier nicht dem, was der Auftrag will, entspricht, oder? Also, da ist der... Hier, das muss eigentlich zählen, sonst ist der Auftrag einfach Bullshit. Treffe ich auch mal. Wow, einfach abgeprallt. Hier. Komm, Alter, das... Das muss doch gefühlt zählen. Also, ich guck grad. Erkundung beenden, kann man die Fotos auch zeigen. Perfekt. Also... Das ist halt einfach Bullshit. Ich habe ein Kristallblumenfoto bekommen. Jui. Ich nehme jetzt das da und das da, die beide diesen Auftrag eigentlich so erfüllen müssten. Let's do this. Great timing. Oh. Punkte. Und hier, es realisiert ja offensichtlich auch, dass da noch ein Pokémon ist. Aber es sagt trotzdem, der Auftrag ist nicht erfüllt. Du willst mir jetzt wirklich sagen, dass dieses Evoli nicht zählt, weil Baum oder... Das ergibt halt irgendwie keinen Sinn bei der Aufgabenstellung. Aber müssen die ja wohl anscheinend dann wissen, ne? Und Alter, wie viel muss man grinden für Level 3 auf einer Lumina-Zone? Da muss ich aber, wie gesagt, dann sagen, dann ist die Aufgabe scheiße formuliert. Weil, hallo, dieses Evoli trifft da achtmal drauf zu auf die Umschreibung. Naja, trotzdem reicht fürs Ranten im Moment. Das war's mit dieser Folge von New Pokémon Snap. Wenn's euch gefallen hat und ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, lasst ein Like und oder ein Abo da. Bis dann und ciao.